Der Zollernalbkreis setzt seine Reihe der Online-Bürgerdialog auch in diesem Jahr fort. In der ersten Ausgabe konnte eine prominente Gesprächspartnerin gewonnen werden. Kultusministerin Theresa Schopper beantwortete gemeinsam mit Landrat Günther Martin Pauli Fragen zur aktuellen Situation der Schulen. Wie jeder andere Lebensbereich auch, stehen die Schulen derzeit ganz im Zeichen von Corona. Das Ziel der Landesregierung ist hier, den Präsenzbetrieb möglichst lange aufrechtzuerhalten. Eine der wichtigsten Maßnahmen dabei, das Lüften. Ohne Lüften geht es nicht, auch wenn man den Luftfilter hat. Weil das ist ein Irrglaube, dass einem der Luftfilter mehr oder weniger den Corona aus der Nase zieht und nur in den Luftfilter hinein. So, das haben wir leider noch nicht erfunden. CO2-Ampeln zeigen an, wann gelüftet werden muss. Hier, so Schopper, habe die Landesregierung bisher jeden Anschaffungsantrag auch bewilligen können. Ein weiteres wichtiges Mittel gegen die Pandemie ist die Maskenpflicht, auch wenn sie zeitweise in den Grundschulen nach den Pfingstferien abgeschafft war. Kleinere Kinder, für die ist es wichtig, dass sie die Mimik, die Gestik sehen. Auch gerade beim Sprachelernen ist es immens wichtig, dass ich den Mund im Blick habe, was dann da für Laute rauskommen. Trotzdem werde die Maskenpflicht in Schulen noch eine Weile erhalten bleiben. Die Digitalisierung der Schulen hat gerade durch Corona einen großen Schritt nach vorne gemacht. Doch das Unterrichten, gerade beim Hybridunterricht, stellt das Lehrpersonal vor ganz neue Herausforderungen. Der hybride Unterricht, das ist das, wo mir Lehrkräfte sagen, das ist mit am schwierigsten, einen Teil in der Klasse zu haben und einen Teil zu Hause, der nicht einfach nur angesteckt ist, um sozusagen dann, ich stelle den Laptop auf das Lehrerpult und wenn ich an der Tafel bin, dann hat er das mit vollem Blick. Sollten die Schulen aber wieder geschlossen werden, sei man für den Fernunterricht gerüstet, sagte Schopper. Die Bereitschaft zum Impfen ist inzwischen hoch. Doppelt geimpft sind inzwischen fast 52% der 12- bis 17-Jährigen, mehr als jeder Zweite. Einfach geimpft sogar 59%. Impfen ist der Schutz, nicht nur, und wenn man es selbst kriegt, dann hat man einen sehr leichten Verlauf und muss ihn nicht fürchten, dass man dann in der Klinik landet. Im Zollernalbklinikum sind inzwischen, Stand Freitagnachmittag, 9 Menschen auf der Corona-Intensivstation. Nur einer von ihnen ist vollständig geimpft und das, obwohl im Zollernalbkreis mehr als 60% vollständig geimpft sind. Impfen schütze also weiterhin, so Landrat Günther Martin Pauli, und er forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, sich zu impfen.